Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pack Road to Glory mit Pack Luck zum World Cup Nr. 5. Und ihr seht schon, ich habe bei meinem Team etwas umgestellt, mal in den 4-2-2-2 Format mit zwei defensiven Stürmern mit zwei defensiven Mittelfeldspielern und Messi ist natürlich jetzt auch am Start. Mir hat einer in den Kommentaren geschrieben, hey, Messi vielleicht und aber auch mit Mix deutsches Team. Also das werde ich vielleicht mal anstreben. Ihr seht jetzt, ich habe vier südamerikanische Spieler und hier noch Europäer in der Verteidigung. Also 96 Chemie habe ich hier schon mal hingekriegt, das war schon mal ganz gut auf jeden Fall. Und deswegen suchen wir jetzt erstmal die nächsten Spieler, die wir hier richtig zerfetten können mit dem Messi-Boy. Und unseren Gegner haben wir gefunden, Roffe Bandit anscheinend ein... was ist das? Hier. Argentinier anscheinend. FC Show gegen die Schwitzer. Bin ich mal gespannt, wie das hier ausgehen wird. Das Team sieht jetzt nicht so gerade mega geil aus. Die meisten Spieler kenne ich gar nicht vom Namen her. Das sieht irgendwie aus wie Pizarro da im Sturm, aber das wird ja wohl kaum sein. Dempsey hier noch im zentralen Mittelfeld, aber sonst die 38 Chemie sollte jetzt nicht das Problem sein, Mann. Die werden wir zerfetzen, Mann. Und ihr seht schon, ich bin wieder hier im Deutschland-Trikot am Start. Sollte mir natürlich mal wieder Glück bringen, hoffe ich natürlich. Es ist jetzt die erste Runde mit diesem Team, also ich habe noch gar nicht mit denen gespielt. Und Moreno setzt sich gleich durch und fast. Was für... Ach, das war natürlich ein böses Foul, muss man natürlich schon mal geben. Also da kann man schon mal eine rote Karte geben. Also, sehe ich schon fast ein. Nicht. Wir wollen dieses Mal heute mal locker easy gewinnen. Und kein Unentschieden, keine Niederlage oder whatever uns eindrücken lassen hier. Oh, Messi läuft. Moreno läuft auch und schießt. Da sitzt das Ding, alter Walter. Der war aber nett, würde ich sagen. Netter Lupfer, perfekt in die Ecke. 1-0 für die Deutsche Föderation, meine Freunde. Hat hier keine Ideen und kann den Ball nach vorne kloppen, oder was ist das? Und hat... Nein! Damit darf man keinen Erfolg haben. Damit darf man keinen Erfolg haben. So eine Pässe. Macht sowas nicht, Jungs. Macht sowas nicht. Das deutsche Trikot wird uns helfen. Jungs, ihr glaubt nicht. Aber ich glaube, als ich gehört habe, dass Messi nicht bei... Messi. Dass Reus nicht bei der WM dabei ist, habe ich fast angefangen zu heulen. Ist richtig belastend. Es hat gar keinen fast gar keinen Sinn mehr, die WM zu gucken. Reus, einfach der geilste Spieler der Welt. Warum machst du keine Ballrolle, Digga? Warum machst du keine Ballrolle? Ist doch nicht so schwer, ist doch ganz einfach, eine Ballrolle zu machen. Weißt du, was ich meine? Kann nur den Ball nach vorne kloppen, oder was? Was gibt's jetzt? Freistoß? Oh, der Arme. Ach, du meine Güte. Oh Gott. Krasseste Taktik auf jeden Fall. Krasseste Taktik, Digga, ist es dein Ernst? Ah, mein Gott, Alter, wer so einen Freistoß schießt, der gehört doch echt unter den Boden begraben, Alter. In Südafrikanistan. Meine Güte. Ist doch nicht schön. Ist doch kein schönes Tor. Kann man auf jeden Fall schon mal schöner machen, finde ich. Juhu, grätsch ruhig. Setz dich durch und Flanke auf Messi. Messi, was? Lass es doch laufen, das war doch... Nein, das war so ein schöner... War doch so ein schöner Seitfalls hier, der wäre 100 pro reingegangen von Messi. Och man, haben wir jetzt einen Elfmeter wenigstens? Wenn wir keinen Elfmeter haben, dann schlage ich die EA kaputt. Jawohl, Elfmeter. Wer wird den schießen? Ich glaube, ich lasse Messi mal schießen. Lionel, macht er wieder eine Gala, oder? Oder Moreno? Nee, heute ist Moreno dran. Heute ist Moreno dran, den schießen wir nach links unten. Links unten, Leute. Jawohl, und das sitzt natürlich 2-1 für die Schwitzer. Oh Gott. Jordi Alba in der Innenverteidigung. Kedic versucht den Ball, aber den konnten wir ja riechen, Jungs. Den hat man ja 3 Kilometer gegen den Wind gerochen. Ach ja, Leute, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze gestaltet haben wollt, nochmal ein bisschen mit Pack Luck zum World Cup. Wie viele Episoden soll ich denn da machen pro... Wie viele Spiele pro Episode quasi? Also ob ich 2 Spiele kommentieren soll oder auch nur 1, könnt ihr mir einfach mal bitte in die Kommentare schreiben, dann weiß ich da ein bisschen näher Bescheid, inwiefern ihr da was sehen wollt. Messi wieder mit der Ecke. Und Anjadabi! Wow! Powerkopfball! Wow!
Halbzeit hier. 2:1 für die Schweizer. Messi hat der Schette. Hätte ein Seitfalls hier eingeschenkt. Aber nun gut. Direkt der Pass auf Moreno. Moreno schießt und... Boah, schon wieder gehalten hier. Der Keeper hält die Bank dicht. Ecke von Messi auf Moreno. Moreno schon wieder mit dem Kopf an. Der Keeper hält schon wieder. Was war, oder? Valencia zeigt hier, was er kann. Messi macht fast ein Kopfballtor. Der war noch gar nicht drin. Jetzt aber der flinke Lupfer hier noch. Ich dachte, der hat schon den Ball gehabt. Was war da denn los, Mann? Was war da denn los? Aber da steht es 3:1 für die Schweizer. Oh, komm, Jordi Alba. Ja, das riecht man aber auch 2 Kilometer gegen den Wind, was der macht, ne? Das riecht man wie sonst was. Oh, Valencia über die Außen. Ich weiß nicht, soll ich mal ein Solo mit dem machen? Valencia, Schuss. Mann, der kommt aber auch nie zum Schuss. Messi, komm, Solo. Oh, Messi, komm. Komm, Messi. Messi! Oh Gott, Charles, das ist das Ding. Das ist unfassbar, oder? Ja, das ist unfassbar, Sonja. Oh, mein Mikro. Sorry. Oh, schön gemacht hier von Messi. Schön gemacht von Messi. Das ist ja, so gefällt mir das Spiel. Bitte quitte nicht, Bro. Komm schon, Bro. Bro, quitte nicht, bitte. Ah, er quittet. Kann man nichts machen hier. Das Spiel. 4:1 gewonnen. Messi wieder mit der Gala. Mua. Viva el Messi. 4:1 gewonnen. 594 Münzen hier eingesagt. Das war's von mir wieder heute, nachdem wir das Pack gleich geöffnet haben. Yo. So. Das Pack haben wir wieder zur Verfügung. Mal sehen, welcher Spieler sich hier drin befindet. Nach dem nächsten Spiel, in 2 Spielen können wir, glaube ich, wieder ein Pack öffnen. Und Silva, rechter Verteidiger, passt eigentlich ziemlich gut für Abate, quasi den Südamerikaner. Können wir gleich mal gucken, ob wir den hier passend einbauen können. Und machen wir am besten jetzt mal schnell nochmal Kicken hier. Gleich mal in die Mannschaft switchen. Ich glaube... Es gibt nicht mehr Chemie, glaube ich. Muss ich mal gucken. Wo ist er? Nee. Machen wir nicht. Lassen wir lieber den Abate weiterspielen. Und das war's von mir wieder heute. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben lassen würdet für diese Messi-Gala mal wieder. Wenn ihr Messi auch so schön findet, schreibt einfach Hashtag Viva Messi oder was weiß ich in die Kommentare. Das war's von mir. Ich sage noch ein Wort. Haut rein. Yeah.